Markus Anfang, der sagt, klar, ich kenne die Serie, aber wir haben eben auch nichts gewonnen, noch nichts gewonnen und warnt vor der Mannschaft von Trainer Thomas Kleine. 2 Siege gegen den VfL Osnabrück, einen scharfen Konkurrenten der Dresdner. Dynamo zum 3:2-Sieg in Ingolstadt auf 3 Positionen verändert. 2-mal in der Viererkette, links kommt Jonathan Meyer rein, rechts Max Kulke. Außerdem Kammerknecht neu in der Zentrale, diesmal also gemeinsam mit Paul Will. Hauptmann nicht dabei, gelb gesperrt, genauso wie Bokkowski. Ebenfalls nicht dabei Park und Robin Becker. Dynamo, 3. Minute nach dem 3:2 in Ingolstadt, sofort drin im Offensivmodus. Mit Kulke, der immer wieder nach vorn rückt, auf der rechten Seite Kulke im Zusammenspiel mit Conte und Kulke. Er setzt sich durch, viel Energie, geht direkt los mit Dynamo Dresden. Latteyer kann klären, aber der Ball, er kommt zurück über Conte. Sie versuchten es meist über rechts, Conte. Dreht nochmal auf, sieht Kulke, versucht es erstmal selbst Conte, der spielfreudig in diese Partie ging. Kammerknecht und das ist Kutschke! Kutschke gegen Luca Pezold. Typische Szene für Dresdens Mittelstürmer, der wieder von Beginn an spielte, anstelle von Scheffler. Kutschke geht dem Ball schön entgegen und dann ist die Hand da. Da muss sie raus, die von Luca Pezold. Die anschließende Ecke, natürlich wieder Kutschke gesucht. 4. Minute, Kulke und Arslan stehen da. Aber Knipping bekommt den Ball, köpft genau in die Arme von Luca Pezold, der Innenverteidiger. Und dann ging's schnell. Und der Ball, der rutscht durch. Und Riljatscha ist gerade noch so dran. Nollenberger, 8 Tore hat er schon erzielt. Bester Schütze der Spielvereinigung. Und hier knapp dran vorm 9. Rechte Bein zuckt raus. Bayreuth zuletzt 1:2 gegen Oldenburg. Da hatte auch er getroffen, Nollenberger. Und das ist Arslan. Pandon auf der Dresdner Seite. Bester Schütze. Arslan kämpft, versucht sich den Ball zurückzuholen. Und das gelingt dann über Umwege, über Conte. Conte auf Kutschke. Und der fällt. Und Dynamo will den Elfmeter. Nico Moos war da dran, aber es ist kein klarer Kontakt zu erkennen. Kutschke hingegen stellt das Bein genau in den Lauf von Moos. Behnen gibt keinen Elfer. Er darüber natürlich ungehalten. Markus Anfang hätte den Pfiff gern gehört, aber die Entscheidung durchaus nachvollziehbar. 14. Minute, einer hatte besonderen Spaß. Er hier, Conte, immer wieder im Zweikampf mit Lippert. Und dann setzt er sich durch. Conte! Lippert stört am Ende noch empfindlich. Gut gemacht von Kulke. Hebt den Blick und dann der Kontakt von Lippert. 21. Minute. Sie spielten nicht nur defensiv, die Bayreuther. Aber wenn sie vorn waren, dann gab es diese Räume. Kulke. Schon wieder mit Tempo. Schon wieder hebt er den Blick. Schon wieder sieht er. Conte. Wunderbar gemacht. Arslan. Und Conte kommt nicht mehr hin. Stattdessen Luca Pezold, der den Ball festhält. Wunderschön hier diese Vorlage. Conte auf Arslan. Dessen Winkel ist ein bisschen spitz, deshalb der Pass zurück zu Conte, der scheitert und nicht mehr rankommt. Knipping auf Lewald, 23. Minute. Dynamo Dresden wollte die schnelle Führung. Die war im Hinspiel schon nach 7 Minuten gelungen. Jetzt die Chance für Arslan. Wunderschön bedient von Kutschke, der den Ball einfach prallen lässt. Auf ihn. 16 Tore hat er schon erzielt. Ahmed Arslan. Solche Bälle sind normalerweise drin. Wunderbar geht er vorbei an Nico Moos. Schießt den Ball aber auch vorbei am Kasten von Pezold. 1 Minute später. Schon wieder Arslan. Ball fliegt durch den Strafraum. Auch mal hinten rum.
Und dann geht's wieder über rechts, wieder über Conte. Der Tunnel von Conte, der Lauf in den Strafraum. Christian Conte, Bruder von Sirlot, mit einer wahnsinnigen ersten Hälfte. Hier tunnelt er Latteier und dann der Ball so knapp am Tor vorbei. Drei Treffer hat er erzielt in dieser Saison. Er ist so schnell, im Abschluss kann er sich steigern. Weber mit diesem langen Ball und da ist plötzlich Markus Sirais mit der Kontrolle und dem Treffer. Bayreuth führt für einen kurzen Moment, denn Oliver Lossius, er hebt die Fahne und es war verdammt knapp. Sirais, einen Hauch vor Knipping und Kulke. Lossius steht genau in der Achse, hat die beste Perspektive. Bayreuth, 4 Niederlagen zuletzt in Folge, wollte in Dresden nur eins, Spaß haben und mutig sein. Und das demonstrierten sie durchaus. Aber Dynamo immer wieder über rechts, über Kulke. Und dann ging's schnell mit Nollenberger. Wer ist da in der Mitte? Kein Bayreuther, sondern Paul Will. Und der ist drin! Unfassbar! Paul Will, was für ein Eigentor! Driljatscha kommt sofort, um ihn zu trösten. Paul Will, er will direkt vor Kirsch zur Ecke klären. Die mitgereisten Bayreuther natürlich euphorisiert. Aber der Ball, er kachelt ihm gegen das Schienbein und dann ins Dynamo-Tor, direkt vor dem K-Block. Bitterer Moment für Paul Will in Ingolstadt, noch mit dem wichtigen Tor für Dynamo. Hier trifft er ins falsche Netz. Aber auch das ist Dynamo Dresden. Alle sind sofort bei ihm. Driljatscha, Meier, Knipping, trösten Paul Will. Und Markus Anfang sieht nicht, wie im Hintergrund Michael Born feiert und feixt. 4 Jahre war der Geschäftsführer in Dresden, jetzt in Bayreuth. Hinein in die zweite Hälfte, imposante Kulisse, über 25.000, auch gegen den Tabellen-18. in Dresden. Schon die 58. Minute. Will schiebt den Ball mal nach hinten rum, dann Meier. Knipping. Dynamo nahm sich die Zeit, nahm sich die Ruhe, den Rückstand auszugleichen. Lewald wieder über die rechte Seite. Da suchten sie immer wieder Conte. Diesmal aber abgefangen. Moos. Und dann dieser Ball von Latteier auf Nollenberger. Nollenberger! Innenpfosten 0:2. Spaßfestival für Alexander Nollenberger. Und die Bayreuther Fans. Deshalb sind sie nach Dresden gefahren. Für diesen Moment. Thomas Kleine hatte seiner Mannschaft Mut verordnet und den zeigte sie. Knipping kommt nicht mehr hin nach dem Traumpass von Latteier. Und Nollenberger ist schnell. 3 Jahre ausgebildet bei Bayern München 2. Hat Bayreuth mit 14 Toren aus der Regionalliga Bayern in die dritte Liga geschossen und entwischt hier Knipping, der Innenpfosten, das 0:2. Elke Arslan, 72. Minute. Das ist Ömichen, eingewechselt. Ömichen zieht ab und setzt sofort nach. Gogia, ebenfalls eingewechselt, rutscht weg und alle wollen den Handelfmeter. Aber Fenninger vorn zieht die Hand weg und Weber da hinten mit angelegtem Arm. Das ist keine Absicht, das ist kein Elfmeter. Eine Minute später, Gogia. Paul Will, Ömichen überlässt für Meier. Nochmal Paul Will, dem das Eigentor in der Folgezeit nicht anzumerken war. Dynamo versuchte sich, Bayreuth zurechtzulegen. Und dann ist Arslan da mit dem ersten Kontakt. Weber hat ihn empfindlich gestört. Am Ende begräbt Luca Pezold den Ball. Pezold, der 3 Jahre auch für Rot-Weiß Erfurt spielte,
dort ausgebildet, der gebürtige Bamberger. Solche Bälle sind bei Ahmed Arslan manchmal drin, heute erstmal nicht. Senulau, 76. Minute. Nächste gute Möglichkeit für ihn, den Innenverteidiger Moos. Er schießt knapp vorbei, war zuvor allerdings hier mit der Hand am Ball. Treffer hätte nicht gezählt. Bayreuth immer wieder offensiv aktiv. Noch 12 Minuten. Dynamo 0:2 hinten. Als Tabellendritter gegen den 18. Vlachodimos eingewechselt. Mit der Brust Scheffler eingewechselt. Gogia eingewechselt. Nach seiner Rückkehr aus Zürich noch ohne Tor für Dynamo. 10 Treffer hatte einst erzielt für die Dresdner in der zweiten Liga. 2016-17 war das. Nur noch Dynamo Dresden. Vlachodimos. 84. Minute. Zieht nach innen, stoppt kurz ab, will übernimmt, findet Meier. Und dessen Flanke kommt zu Kutschke und Ömichen. Der K-Block entsetzt, der Wind im Trikot und im Haar von Jonas Ömichen. Mit 6 Jahren kam er zu Dynamo Dresden. Jetzt beinahe sein erstes Tor bei den Männern. Scheffler, er sorgte für Aktivität im Strafraum. Dann gelingt ihm dieser Ball. Ahmed Arslan, das 1:2. Wer sonst? Arslan, 17. Saisontor. Und es sind noch 4 Minuten zu spielen. Es keimte wieder Hoffnung. Scheffler sorgte für mehr Aktivität im Strafraum. War anspielbar, machte die Bälle fest. Hier dieser Zweikampf gegen Heinrich und dann die Vollendung. Perfekt gegen die Laufrichtung von Torwart Luca Petzold durch Ahmed Arslan. Dynamo wollte zumindest noch das eine Tor. Meier. Vlachodimos. Der Druck jetzt unfassbar groß und Fehler bei den Bayreuthern. Nico Moos kann nur zur Ecke klären. Widerstand die Elfmeterfrage. Mit dem rechten Arm am Ball. Die Ecke brachte nichts. Der nächste Angriff rollte. Arslan. Scheffler. Unglaublicher Moment an der 5-Meter-Linie. Wunderbar nimmt Scheffler diesen Ball an. Drückt den Gegenspieler weg. Und dann der Fallrückzieher, der 30 cm am Tor vorbeistreicht. Nichts zu machen für den eingewechselten Marcel Götz in diesem Zweikampf. Immer noch nicht Schluss. Dynamo mit Kammerknecht. Kutschke und wieder Scheffler. Millimeter fehlen diesmal. Luca Petzold im Tor. Er macht den Winkel ganz, ganz spitz. Es wäre, hinten zeigt das an, abseits gewesen durch Oliver Lossius. Gute Winkelverkürzung von Petzold. Markus Anfang im Regen. Es windete, aber Dynamo schob sich nochmal nach vorn. Und da ist Ömichen. Jonas Ömichen scheitert an Luca Petzold. Ball noch heiß. Ömichen, es wäre sein erster Treffer überhaupt gewesen für Dynamo. Vlachodimos. Dynamo hielt den Druck aufrecht, aber die Zeit, sie war abgelaufen. Thomas Kleine gewinnt mit 2:1 in Dresden, holt nach dem 1:1 3 Punkte in der Fremde. Die Interviews mit Jeremias Diehl. Naja, natürlich ist es scheiße, ein Spiel zu verlieren. Und es ist nie schön, aber ich glaube, dass wir, so wie du schon gesagt hast, ein gutes Spiel gemacht haben. Und wir müssen jetzt auch die Köpfe nicht in den Sand setzen. Wir haben jetzt Mittwoch ein Spiel, wo wir einfach uns wieder ein gutes Gefühl holen können.
und ich bin auch davon überzeugt, dass wir uns das wiederholen. Und ich glaube, es gilt jetzt einfach Mund abputzen und weiter, auch wenn es sich alibimäßig anhört, aber das ist Fakt. Ja, ich finde schon, dass wir ordentlich gespielt haben, aber ich finde halt diese Konsequenz gerade in der ersten Halbzeit und dann im Gegenpressing in der zweiten Halbzeit mit der Restverteidigung, die haben wir halt nicht gezeigt. Du musst halt hoch konzentriert sein. Dann machst du im Prinzip das Tor selber, dann kriegst du das zweite Tor, eigentlich mit wenig Chancen vom Gegner. Ich glaube, ich kann den Jungs jetzt keinen Vorwurf machen, dass sie nicht nach vorne gespielt haben, aber wir dürfen halt keinen Schritt weniger machen. Und wenn du das halt in ein, zwei Szenen machst, dann kriegst du ein Tor, läufst hinterher und ja, ich glaube, wir können heute 6-7 Tore schießen. Haben sie aber nicht gemacht. Nach 12 ungeschlagenen Spielen 1-2 gegen den Tabellen 18, das kommt überraschend. Aber Markus Anfang erklärte seiner Mannschaft auch, Einsatz, Leidenschaft hat gestimmt, der Aufstieg, er ist natürlich immer noch möglich.